Super, bitte? Was? Ja, bevor alle hinausstürzen, möchte ich noch die Dankesorgie einleiten, die von unseren Vorgängern sowieso schon begonnen worden ist. Wir sind von Asomarayu und wir vertreten Asomarayu eigentlich in Wien und wollen uns jetzt herzlich bedanken bei den Bands. Halligin hat ganz super schon angefangen vor einem fast leeren Lokal und ist jetzt dafür verantwortlich, dass es ziemlich voll wird. Die nächsten sind? Die Nita Hay. Und dann kommt Eldorado, die sitzen noch draußen im Kühlen und lassen es sich gut gehen. Ganz besonders wichtig wollen wir uns bedanken, ich kann es lesen. Ja. Danke an Frostbite Booking, vor allem Maximilian Winter. Der uns mit den Konferenz geholfen hat. Genau. Wir sagen euch jetzt noch ganz kurz, warum da heute ein Benefizkonzert stattfindet und warum das überhaupt so super ist, dass uns da so viele Leute helfen. Und das war, also ich stelle mich das jetzt vor, das ist der Franz, ich bin die Kat. Wir haben uns zusammengefunden an der Botanistik mit noch ein paar anderen Leuten, die teilweise in den Eingängen sitzen und die Technik machen. Danke. Genau, danke an Julia und die Peter und die Birgit und die anderen. Und danke auch an Moni, die heute da ist, aber mit der Homepage hilft. Und ihr könnt uns auch im Internet anschauen, Flyer liegen da auf, weil wir können das jetzt Ihnen alle Konzerte geben. Also wir haben alle zusammen eine Sprache gelernt und diese Sprache wird auch dort gesprochen, wo unser Projekt dazu unterstützen stattfindet. Eine Kollegin ist bei einer Auslandsreise drüber gestolpert. Es geht um eine, ursprünglich war es eine Kindertagesstätte für Waisenkinder. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich sofort ein lokales Projekt von einem lokalen Pädagogen gestartet, der sich eben um Waisenkinder kümmert, dass die dort Französisch lernen, weil das ist der Amtssprache, und wir haben Schule unterrichtet. Und nach Franz hat, glaube ich, jetzt ein paar Bilder, die man hier zeigen kann. Es ist nur eins, okay, es ist nur eins. Ja, das ist heilig. Okay. Aber ihr könnt es bei uns anschauen kommen, also bei Franz. Genau. Und erzählst du noch ganz kurz, was ich für heute das letzte Geld, also was heißt das Geld, das wir schenken konnten? Das erste Geld. Ja, wir haben schon einige, es ist das zweite und einige andere Veranstaltungen gemacht. Das Geld schicken wir morgen oder übermorgen mit Western Express, relativ teuer, aber sicher nach Niger. Niger ist das Land, wo die Asomarayus drauf sind. Und wir kaufen dann irgendwelche wichtigen Dinge für die Kinder. Und wollt ihr schon anfangen? Achso. So, jetzt habe ich es verloren. Niger ist wo? Genau, wo ist Niger? Westafrika, danke. Niger ist in Westafrika und ist eines der größeren Länder. Es ist auch sehr wichtig gewesen, finde ich sehr gut, dass Halligin, die vorher das mit der Demokratie und mit diesen Bewegungen gesagt haben, das finde ich ganz gut, weil zurzeit die Regierung von Niger damit beschäftigt ist, den Uranabbau in Mali besonders zu schützen, der bedroht ist durch Terroristen, wie es so schön heißt. Dieser Uranabbau gehört dem Konzern, hauptsächlich dem Konzern Areva, das ist der größte Energiekonzern der Welt, der durch die an sich einflussreiche indische Regierung geschützt wird. Das wollte ich mal so politisch noch dazu sagen. Es ist auch eminent politisch unsere Aufgabe da. Und jetzt habe ich endlich den Vorfall, weil ich sollte nämlich noch bei jemandem bedanken. Beim Thomas, genau, der hat uns ebenfalls ganz wütend unterstützt, dass wir da in Carina diese Konzerte machen können. So, jetzt gebe ich dir das Wort. Super. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was wir sagen. Ich fange mal damit an, ich habe heute nicht die Straßenbahn versorgt. Sind Sie mir noch geladen müssen? Und ich
schließt eigentlich darauf aus, dass das voll super ist, dass nach 10 Minuten wieder eine Straßenbahn kommt. Ich bin erwachsen, ich kann viel zu Fuß gehen, ich kann theoretisch Auto fahren, ich könnte Fahrrad fahren oder ähnliches gehen. Wenn ich jetzt aber denke, die kleinen Waisenkinder in einem Land, wo es Krankheiten gibt, AIDS, nur eine davon, die Eltern sterben und man wohnt irgendwie bei der Tante, beim Onkel, die kümmern sich nicht um einen, weil die haben ja selber genug Probleme. Die kommen nicht in die Schule. Wie denn? Weite Strecken zu Fuß, als vierjähriges Kind, das geht nicht. Und deswegen wollte ich eigentlich davor sagen, das ist jetzt Massenerklärung dafür. Das sind dann nämlich so sinnvolle Dinge, wie dass Leute angestellt werden, die Kinder abholen, dann wenn sie in die Schule gehen. Oder dass Autos gekauft werden, mit denen Kinder geholt werden können, zum Arzt gebracht werden können, Essen angeschafft werden kann. Das ist mir heute eingefallen, wie ich da eigentlich zuerst geflucht habe, dass ich noch die Straßenbahn machen muss. Dass wir das aber immer so selbstverständlich nehmen. Und deswegen ganz großen Dank für alle, die heute hier spenden. Ihr könnt mithelfen, dass woanders in der Welt, wo das alles eigentlich nicht so gesehen ist wie bei uns, immer noch Sachen funktionieren und Strukturen aufgebaut werden. Auch wenn es nur ein Auto ist, einmal am Tag für die Kinder muss. Danke. Ja, entschuldige, dass ich da nicht das Sprichwort bekomme, ich bin zuerst, aber du hast natürlich völlig recht. Wir können uns vorstellen, die Stadt, wo das alles stattfindet, wo auch unsere Eigenwörtlichkeit so ein Großteil, das ist eine Stadt, die ist ungefähr so groß wie ist, ein Köln, wie eine Neustadt oder so, ein Kraus, so städtisch halt. Und die Kinder müssen von den Betreuerinnen und Betreuern, meistens sind Frauen, aber es gibt auch einige Männer zu nehmen drin, die müssen dort tatsächlich zu Fuß abgeholt werden. Das ist wichtig, weil sie um die Waisenkinder sonst eigentlich niemand kümmert, auch wenn sie ihren Corona kennen. Das heißt, man muss die Kinder an der Hand nehmen und mit den Kindern durch die Stadt marschieren und sie dort in diese Waisenvorschule bringen. Da wäre ein Auto und ein Moped natürlich schon ganz super, aber wir sparen schon seit einigen Jahren darauf. Moped gibt es mittlerweile, das ist eine große Erleichterung, weil eben dann zwei, drei Kinder auf einmal illegalerweise natürlich auf dem Moped transportiert werden können. Und bis sie einmal vor Augen zu halten, es ist, was haben wir jetzt für einen Monat, Juli, Juni, es ist ein bisschen wärmer als bei uns so im Durchschnitt. Ne? Es liegt ein bisschen Sand herum in der Gegend. Und man hat schon eine Dreiviertelstunde mit zwei vierjährigen Kindern durch die Stadt. Das ist eine ziemlich mühsame Angelegenheit und vor allem auch für die Kids, die natürlich alle im Unterwerden und so etwas ferner. Also vielen Dank an alle, die da sind. Ihr macht einen ganz wesentlichen Beitrag. Was anderes war zu sagen, das ist mir heute einfach noch ganz wichtig ist, dass die Leute dort merken, dass da Solidarität ist, dass wir, indem die Bands da spüren, dass Carina das erlaubt und wir das veranstalten und dann auch veröffentlichen, damit die Leute merken und es gibt da in Europa Leute, die sie nicht vergessen, die an sie denken und mit denen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das weiß man aus anderen Forschungen mit Gefängnissen und so, das ist also ganz besonders wichtig zu wissen, es gibt jemanden, der kümmert sich um mich und ich bin zwar in einer armen Situation, aber immerhin, es weiß jemand was davon. Okay, was wollte ich sagen, jetzt übergebe ich das Wort an das Mikro. Benita Hess. Danke.